Hallo ihr Quirlinge, Lara und ich sind irgendwo im Nirgendwo. Das ist, tja, keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe mich hier irgendwie durchs Grün gemogelt. Ich weiß nicht, wo der Weg da war, wird auf der Karte nicht gezeigt. Ich bin jetzt irgendwie in dem Bereich, den der Kukulkan-Kult absperrt oder kurz davor. Aber so richtig drin bin ich auch nicht. Hier oben, da, auf diesem Absatz, wo ich jetzt nicht hinkomme, zwischen diesen beiden Mäulern. Da ist was, was ich Lara unbedingt anschauen möchte. Eine Statue. Aber wie kommt man da hin? Ich nehme an, ich muss hier durch. Und da auf die andere Seite. Leider gibt es da einen mega... mega Sperrgrube. Aber im ersten Versuch. Wow. Das war die richtige Idee mit dem Schwingen. Jetzt bin ich einem sehr ähnlichen Loch. Tja, ich muss ja eigentlich da oben zurück. Hier ist doch was zum Klettern. Die Abenteurerin von Welt. Noch ein Sprung. Ja. Aber ich will ja eigentlich zurück dann, oder? Also im Sinne von hinter mir noch diese offene Tür mir angucken. Lara, alles gut. Das haben wir schon mal besser gesehen. Ja, bist du. Karte aktualisiert, neuer Ort entdeckt. Ah, das ist ein Sarkophag. Aha, hier, Spänchen. Spänchen, komm. Hoffentlich lohnt sich die Mühe. Von Totenruhe hältst du auch nichts, oder? 6 Himmelsbeinschienen und 750 Gold. Neue Ausrüstung erhalten. Haha. Outfit-Herstellung. Ja, ja, ja. Schön, 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 schön. So, ich weiß, ich kann da zurück. Das ist überhaupt... Über Tote spricht man nicht. Die Geheimnisse der 4 alten Krypten bei dir enthüllt. Ach, das ist eine Herausforderung, die noch gestartet ist gerade eben. Aha. Haha. So. Gut. Du bist irgendwie uninteressant. Ja, ich würde mal schauen wollen, was da drüben hinter dieser offenen Tür ist. Wenn du jetzt runterkletterst. Nee. Wie lasse ich dich runterklettern? Du lässt dich fallen und dann muss ich mich drehen und dann im Fallen wieder dran springen. Das geht ab und zu, aber meistens geht's nicht. Was bist du? Schubidu? Hier, ah, Karte, endlich. Archivarkarte. Deckt mir überhaupt nichts auf. Super. Na, klasse. Hatte ich mir was aufgedeckt? Ich habe jetzt im Zweifel... hier vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese beiden Dokumente schon wusste. Aber ansonsten sehe ich auf ersten Anhieb nichts, was ich noch nicht entdeckt hatte selber. Ah, ich kann diesen Monolithen jetzt lesen mittlerweile. Gut. Sollte ich mal tun? Ja, mehr ist hier nicht. Hier ist ein Basislager. Ach, da war ich ja, da bin ich ja durch, richtig. Da, so kam ich ja überhaupt erst hier hin. Ah, hier oben, da ist mir vielleicht was aufgedeckt worden, das kann sein. Schön. Der Jadedolch hier ist irgendwie interessant, aber nicht zu benutzen. Ja, da kann man einsammeln. Was für Gemäuer! Dass hier drin nichts wächst. Scheint auch Sonne rein. Ist auch Erde da und Wasser. Gut, dann weiß ich ja, dass ich jetzt wieder zurück muss. Und dann wahrscheinlich... Ja. Irgendwie mit dem Schwalbensprung, mit dem ich auf Kriegsfuß stehe. Zurück.
ins Wasser. Da in der Nähe vom Jagdgebiet mit den weißen Albino-Meerschweinchen. So. Hüpf. So weit, so gut. Dieses ganze Ding hier war aber auf der Karte echt schwer zu sehen. Das habe ich echt durch Zufall nur entdeckt. Und ich bin nicht sicher, ob ich hier nicht irgendwo was übersehen habe. Aber ist ja immer so. Moment mal. Zwei Wege. Wo kam ich eigentlich her? Na, hier nicht. Da ist nämlich Gold. Sieht wie Gold aus. Das ist auch Gold. Will ich hoffen. Sechs Golderz-Täpfchen. Eine Mutter. Ratten, ganz viele. Kann man euch eigentlich abschießen? Kann man. Gibt aber keine Errungenschaft. Oder eine Herausforderung. Macht trotzdem Spaß. Fünf Ratten oder so ähnlich? Keine Ahnung. Hier kann man gar nichts machen. Nee, Ratten zu schießen bringt nichts. Dann kam ich wohl hierher aus der Ecke. Ich bin mittlerweile durch derartig viele Griffe schon gekrochen. Ich weiß nichts mehr. Ja, ich erkenne nichts wieder. Von wegen. War ich ja schon, war ich hier noch nicht. Schwierig. Ah ja, hier kam ich her, stimmt. Hier zurück. Und dann ist ja vorne ja dieser Schwalbensprung. Der Schwalbensprung. Vor dem habe ich Angst. Hey. Ja. Speichern. Also ich habe ihn erst ein einziges Mal hinbekommen. Und zwar nicht durch Drücken von C, sondern durch Drücken der rechten Maustaste. Aber beim letzten Mal, als ich einen Schwalbensprung machen wollte, habe ich wieder die rechte Maustaste gedrückt und es hat überhaupt nichts bewirkt. Rechte Maustaste? Ah, diesmal geht's wieder. Oh, hier. Turmsprung. Alle Schwalbensprünge ausführen. Das ist auch eine Errungenschaft. Im Sinne von Herausforderung. Was ja so gut wie das gleiche ist. Aha, ist ja wichtig zu wissen. Hihihi. 50 Erfahrungspunkte. Und die nächsten 10 weißen Wildschwein, nee, Meerschwein heute. Oder? 10? 6. Ach, das differiert wohl immer. Och, das ist arme Vieh. Das ist aber auch ein bisschen beängstigend, oder? Okay, mal schauen. Ich bin hier hinten gewesen. Hier drin. Aber das hier, ich weiß nicht, was das ist. So richtig hier bin ich noch nicht gewesen, oder? Ich bin ja eher so hier unten und dann ging es hier unten unter Blätterdach weiter. Tja. Und nein, ich habe auch keinen Weg von hier, wo ich war, dann hier reingefunden. Da war doch nichts. Wie komme ich denn da hin? Oh, was ist das hier? Ah, da gibt es auch einen Turmsprung. Ah, okay. Dann gehe ich mal in die Stadt zurück. Ich muss diesen einen Monolithen mir anschauen. Geh weg. Karte. Da einrasten, bitte. Nein, da. Den will ich mir anschauen. Und ich muss nochmal zu diesem Grab zurück, weil ich diesen Turmsprung ganz bestimmt nicht gemacht habe. So. Genau. Und wie man hier rüberkommt, weiß ich nicht, weil hier ist ja auch irgendwie alles abgesperrt und hier oben kommt man auch nicht durch. Vielleicht, wenn man hier
oben irgendwo ist, aber es ist auch unlogisch. Hier kam ich noch her. Ich weiß es nicht. Das Einfachste wäre, hier drüber zu klettern, aber das geht hier nicht. Wegen Zaun. Und hier? Nee. Das ist so nicht gedacht. Und so auch nicht. Und über die Bäume geht's auch nicht. Und hier? Ja. Nee, da soll man irgendwie nicht hin. Zumindest nicht auf dem Weg, den ich jetzt hier gerade vermute. Ich könnte mal ein bisschen abkürzen, oder? Schnellreise. Wo will ich denn hin? Ich will am besten... Tempelpfad? Tempel der Sonne. Dorfhöhle. Ne, Tempel der Sonne. Da will ich hin. Mach mal. Schnellreise. Enter. Ja, will ich. Mach. Erspare ich mir das ganze Gekraxel. Wobei ich dem einen Typen, der da an der am Eingang zu diesem Herausforderungsgrab steht, in Paititi noch, durchaus auf die Nase binden möchte, dass ich das geschafft habe, dieses Krieger-Dings. Ah, hier bin ich jetzt. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist tendenziell nicht so gut, oder? Oder vielleicht doch, ich muss da wieder raus, richtig. Achso, einmal noch kurz schauen. Wegen Fähigkeiten. Ich hatte ja zuletzt gefunden und bekommen, Köcher der Wespe, das ist im letzten Herausforderungsgrab gewesen, das ist Sucher und Hunger des Hoazin ist auch Sucher. Das war das in dem davor, hier im Tempel der Sonne, wo ich gerade auch wieder bin. Zufälligerweise. Und damit ist das Blau ja schon ziemlich weit ausgefüllt. Ich habe 3 Fähigkeitenpunkte, aber darüber mache ich mir später Gedanken. Geh mal weg hier. Das Einfachste wäre es doch, wenn ich hier... ...mich runterlasse. Lara. Runter, einfach runter. Dann muss ich ja, wie ich weiß, hier nochmal in diesen Raum mit den Lichtstrahlen rein. Und dann links irgendwie raus. Und da bin ich doch an der Stelle, wo ich runterhüpfen muss, wegen Schwalbensprung und so. Aber irgendwie ist hier gerade wieder alles verdreht. Das ist nicht so, wie ich es hinterlassen habe. Mann. Weg. Jawohl. Oben rum. Und links raus. So, die Spannung steigt. Hier war doch irgendwo dieser Schwalbensprung. Hey. Noch nicht hier, noch nicht hier, noch nicht hier. Und auch noch nicht da. Lara, ich drück schon eh. Jawohl. Hier rum, eins höher, wieder an die Wand. Oh, das war scheiße. Genau. Runter, glaube ich. Seil dich ab. Halt. Jetzt müssen wir wieder schwingen. Das haben wir alles schon mal gemacht. Komm, das kriegen wir hin. Schwingen. Nein, schwingen. Ja, schwingen. Schwingen ist gut. Und? Uah.
Gut. Und jetzt war's wo genau? Hier zurück, richtig. Ich hätte bestimmt ein sehr viel besseres Basislager nehmen können, um hierher zu kommen. Hier. Da, wo diese roten Flaggen wedeln, da muss man den Scheibenschirm machen. Speichern! Rechte Maustaste, lass mich bitte nicht im Stich. Der zweite. Schön. Und dann hier raus und dann ist doch der Monolith auch gar nicht mehr so weit, oder doch? Ah, es ist ein bisschen um die Ecke zu laufen. Ah, der Monolith hier. Der. Den habe ich abgearbeitet, weil der ist grau. Der da noch nicht. Das heißt aber auch, dass der da auch noch zu lesen ist. Ah ja. Okay, dann dahin. Irgendwie. Geht das wohl am besten hier unten lang? Ja, why? Das beschreibt etwas in der Nähe. Ja, was? 7 goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Seinen Krallen entglitten, warte ich auf dich. 7 goldene Vögel, das ist ein goldener Vogel. Oh, ist das laut, Moment mal. Oh, ich muss es für mich mal ein bisschen leiser machen, so kann ich hier keinen klaren Gedanken fassen. 7 goldene Vögel. Ich habe hier einen goldenen Vogel. Ist das gemeint? Seine Krallen entglitten. Bäume und so. Das ist ein goldener Vogel. Irgendwo unter den goldenen Vögeln. Jetzt ist das schon wieder weg. Dieser Kreis. Scheiße! Da ist ein goldener Vogel. Wir sollen ins Pisco, da wird es wohl nicht sein. So. Das ist goldener Vogel Nummer 4 und Nummer 5. Irgendwo ein Nest in den Bäumen, war doch gesagt. Umkaka. Hier ist aber kein goldener Vogel mehr, oder doch? Nee, das hier ist... Moment mal. Was sehen meine Äuglein? Da bin ich auch nicht gewesen. Was ist denn das? Ach, ein Kondornest. Das wäre auch für die Errungenschaft gewesen. Herausforderung. Und das kann man irgendwie abschießen, ganz bestimmt. Ich weiß aber nicht wie. Vielleicht passiert ja irgendwann später noch was in dieser Stadt, dass sie überfallen wird oder so, dass hier Kämpfer ausbrechen. Wenn Trinity hier ankommt, dass man dann hier schießen kann. Und dann kann man vielleicht auch diese komischen Dinger abschießen. So, goldener Vogel war gesagt. Und noch nicht verstanden. Jetzt haben sich ja irgendwelche Jademurmeln in diese Schädel reingedrückt. Das sieht sehr beängstigend aus. Goldene Vögel. Hier gibt's keine goldenen Vögel. Was der die ganze Zeit zu labern hat, der holt gar nicht Luft. Der ist schlimmer als ich. Meine Haut. Oh, ich könnte den Kreis nochmal gebrauchen. Den Kreis von Monolithen. Ah, hier bin ich falsch. Kann ich mir das nochmal durchlesen? Bitte? Verstehst du mich nicht? Das kann ich nicht, scheiße. Das kann nicht dein Ernst sein.
Ist das eine Art Spiel des Toten? Ah, okay. Nein, das ist es nicht. Ach, jetzt sehe ich es nochmal. Nee, sehe ich nicht. Ach, hier. Sieben goldene Vögel hockten hier und da. Einer entkam mit seinem Schatz zu den Bäumen. Seine Krallen entglitten, warte ich auf dich. Also Bäume sind das Stichwort. Ich muss quasi rund, also hier in diesem Dings hier. Ach, wenn ich da mit der Karte, mit der die Karte zentriere, dann sehe ich diesen Geist nochmal. Ich muss irgendwie. Also Bäume sind das Stichwort. Was will ich damit sagen? Die ganze Zeit schon. Bäume sind ja eher hier unten in der Ecke und nicht so hier. Den Bäumen. Es geht dabei mit Monolith-Rätseln um irgendwelche Überlebensverstecke. Hier muss ich auch nochmal reintauchen. Oder ist das hier alles gemeint? Eigentlich ja nicht. Bin ich jetzt hier? Hier war ich auch noch nicht. Scheiße. Lara, wo sind wir? Ach, hier ist lediglich eine Jadeader. Lara, mach! So, Jadeerz. Mehr ist hier gar nicht. Glaube ich. Nee, das war was anderes. Was ganz anderes. Da unten habe ich jetzt auch kein Überlebensversteck im Stick gefunden. Ja, hätte ja eigentlich aufploppen müssen, so wie ich da unten oben geschwommen bin. Das war ja eigentlich nicht so groß da. Unter den Bäumen bin ich noch im Suchgebiet? Bin ich? Unter den Bäumen. Hier ist ein Baum. Ach, hier, guck. Aber wo ist der Vogel? Ah, da. Haha, das muss es sein. Das ist großartig. Ja, danke. Endlich sag's mal einer. Monolithenschatz gefunden. Was bringt der mir? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen, scheiße. Ist aber egal. Irgendwas halt. Gut, jawohl. Ich würde jetzt den anderen Monolithen auch nochmal machen wollen. Das Video ist schon relativ lang, das machen wir aber mal noch. Ich gehe über den Marktplatz, weil ich da noch ein bisschen Krempel verkaufe. Ich habe ja wieder volles Inventar. Also voll im Sinne von die ganz normalen Ressourcen, die man immer so findet, die kann man ja auch für ganz gut Gold verkaufen. Ja. Alles voll. Du hast Zeit, ja? Aber ich will mich nicht anmotzen lassen. Wo ist denn der Marktplatz? Der ist eigentlich ist er ganz woanders. Scheiße. Hier rüber irgendwie. Hüpf. Federn. Toll. Aber ich muss zum Markt. Der ist hier rechts. Nein, hier oben. Hier ist eine Färberei. Ach, scheiße. Ach, der ist nördlich von mir. Ah, ach so. Dann halt hier irgendwo hin, zu diesem Hühnermörder. Links rum, links rum, links rum. Ha, sieht gut aus. Der nächstbeste Händler, komm mal her. F. Guten Tag. Schau, was ich für dich hab. Ja, schau, was ich für dich habe. Verkaufen. Sachen. Ganz viele. Also, Gold. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Maximum verkaufen. Die Götter sind für uns. Jade, Maximum verkaufen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Stoff. Also die Hälfte. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Holz auch. Die Götter sind für uns. Federn auch. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das auch. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Das behalte ich mal lieber, weil ich die Wahrnehmung doch ein bisschen häufiger benutze in letzter Zeit. Hier kann ich ja ein bisschen was verkaufen. Die Götter sind für uns. Genau wie hier. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Heute, naja, fett.
Da kommen so ein paar. Ich baue die heute irgendwo hinten und verkaufe sie dir dann. Die Götter sind für uns. Das behalte ich. Hier, Kondorfedern. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Jaguarhäute. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Schießpulver. Die Götter sind für uns. Mähnendinger hier. Komm, 5. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Albino heute. Da kann ich noch 16 haben. Ah, nicht 20. Deswegen hat das zweite Albino-Schwein auch nur 6 heute dabei. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ja, hier auch noch ein paar. Die Götter sind für uns. Und hier die Hälfte oder so. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Gut, jetzt habe ich 12.000. Kann ich jetzt was kaufen? Kann einen neuen Bogen kaufen. Schlangenholzbogen oder Adlatelbogen oder Überreste 6 Himmelsmantel. Kantestiefel. Erstmal nicht. Ich bin immer bereit. Das dauert jetzt zu lange. Ich habe auch die anderen Marktstände, wer weiß, was die mir anbieten. Und hier geht's zum letzten Monolithen, den ich im Moment hier kenne. Hedgehog. Da. Mam. Den kann ich mittlerweile auch lesen. Und ich habe wieder alles pflücken, das ist viel schöner. Diesmal. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ja. Das Wasser unter mir schützt mich vor dem Wasser über mir. Das Wasser unter mir. Ach so, irgendwo dahin getaucht in die Ecke. Das Wasser unter mir. Wasser über mir klingt nach Wasserfall. Aber sicher ist das nicht. Gibt es hinten so einen Absatz? Da gibt es tatsächlich. Hier vielleicht. Das ist auf alle Fälle Jade. Zum Einsammeln. Aber das war es noch nicht. Das war diese andere Geschichte, genau. Das Wasser über mir schützt mich vor dem Wasser unter mir. Unter dir das Wasser. Ich sehe nichts. Lara, Licht. Ich weiß genau, dass deine Taschenlampe wasserdicht ist. Das hast du schon mal unter Wasser angemacht. Ah, hier. Komm zu Lara, genau. Ist das ein Monolithenschatz? Jawohl. Das gibt Schwarzmähnenwolf-Dingensbummens Felle und irgendwas anderes noch. Gut. Das war erfolgreich. Ich frage mich gerade, ob ich von da oben auch einen Schwalbensprung machen muss. Von der Klippe. Da war aber nicht so ein Ding. So ein mit roten Wimpeln und so. So ein Absprungpodest. Na, wie dem auch sei. Ich glaube, ich muss mal gucken, was ich mit den nächsten Fertigkeitenpunkten mache. Und das mache ich mit euch gemeinsam gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!